Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Semnes und herzlich willkommen bei Abonacho. So, ich habe hier noch ein bisschen Eisen. Wie viel habe ich denn? Nur so ein bisschen halt, eine Menge Stein. Achso, das kann ich direkt mal wieder umwandeln. Das hatte mir noch ein Zombie mitgebracht, habe ich auch umgewandelt. Und Blätter habe ich dann hier unten noch zum Großteil rausgeholt. Ich glaube sogar alles. Und oben habe ich auch schon ein bisschen was gemacht, dabei ist um 10:30 fertig. Deswegen hat sich das nicht gelohnt, da passiert ja eigentlich auch nichts. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Glaube, da muss ich hier hoch. Gestaltet sich doch nicht so schwierig. Hm. Na, nö. Ah, das glänzt. Ich habe hier dieses Haus, glaube ich, fast komplett untergraben mittlerweile. Kann ich laufen? Warum nicht? Das kann ich aber mal reparieren. Und das gleich auch. Na gut. Ach so, deswegen kann ich nicht laufen. Ja, das ergibt Sinn. So, hier drunter scheint dann kein Eis mehr zu sein. Ist ganz gut, dann brauche ich die Säule nicht immer vergrößern. Was haben wir denn? 27. So, gehen wir wieder diesen Weg. Der ist schöner. Bisschen was trinken. Ja, das kriege ich wohl hin. Können wir auch oben lang gehen. Dazu sollte ich mir allerdings den Kram erstmal unten reinholen. Ja, und Sulfur kann ich dann auch gleich hier lassen. Ein bisschen looten können wir jetzt laufen. Ich habe hier, wo ist es denn? Da. Super. Toll funktioniert. Naja, ich muss gleich sowieso in die Richtung. Ihr seht, das sind drei Frames. Darüber ist einer schon aufgewertet. Das ist dann die Decke. Und darüber nochmal die Frames und dann kommt das Dach drauf. So hatte ich mir das jetzt gedacht. Weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist. Keine Ahnung. Aber ich mach das mal. So. Ja, dann kann ich die Sachen jetzt auch alle mit rausnehmen. Die habe ich ja drüben noch gar nicht drin. In der Glasschmiede. Den brauche ich nicht. Aber die beiden halt. Ja, das kann auch dahin, wo es hingehört. Und Gläser habe ich dann jetzt mehr als genug. Vorerst. Ich denke, das sollte reichen. Aus der Kiste habe ich den Stein auch rausgeholt schon mal. Den nehme ich auch mit rüber. So. Das habe ich alles noch in der Tasche. Das ist gut. Unten die Wände mache ich auch in Beton. Einfach nur, sollten sich da die Zombies doch durchschlagen. Dass da an der Wände auch ein bisschen was zu tun haben. Und wenn ich das Holz so einfach da wegschlagen. So. Ein bisschen Stein kann ich hier lassen. Da haben wir erstmal Beton. So. Und ein bisschen Sand auch. Brauche ich ja auch öfter. Na, wie viele haben sich denn hier heute Nacht wieder ein Tantchen? Ich musste schon wieder... Oh, da hinten auch ein Tantchen. So. Brauche ich den mal wieder. Als ich den so früh gefunden habe, das war echt das Glück. Ne? Und dann gleich zwei. Sollte mir mal einer verloren gehen. Ist natürlich perfekt. Ja, auch nochmal gucken. Hat mir gleich Handschellen mit. Das ist doch eine ganz schön versaute Stadt, stelle ich fest. Das heißt versaut, also. Versaut kann man so nicht sagen. Wir haben halt hier Praktiken. So. Da haben wir Glas. So. Ach so. Das ist, und da haben wir Munition. So kommt das dann ja dann.
Dann ja, dann ist auch lustig. Ach so, kann ich ja... Schlaues Kerlchen. Da machen wir rein. Fertig. Mhm. Da kann ich auch mal wieder auffüllen. Und hier auch. Ja, dachte ich mir. So. Da kann ich das bisschen hier mit reinschmeißen, gut ist. Ach so. Kann ich auch wieder auffüllen. Und Zement machen. Kann man ja nicht genug von haben. So. Warum ich das jetzt gemacht habe, weiß ich nicht. Egal. Wird schon passen. Okay, dann würde ich sagen, die restlichen Steine, die kommen dann doch. Ja, die passen gar nicht mehr so viele. Okay, dann kommt der Rest nach hinten in die Kiste. Ja, ist doch gut, was man jetzt hier mit 80 schmeiße ich später an die Seite. Gut, hätten wir das auch erledigt. Kann ich auch mal reparieren, ne? Achso, den Beaker habe ich jetzt drüben gelassen. Nicht wurscht. Bin gerade am überlegen, ob ich noch eine dritte Workbench brauche, aber ich glaube eher nicht. Chemiestation. Ah, die kann ich noch eben bauen, die habe ich schon gepasst. Dann kann ich auch die Knochen wegbringen. Hatten die mir hier irgendwas zerdeppert? Oder war das... Tatsache. Ich habe das nämlich kloppen hören. Gut, dann brauche ich da noch einen. Das sollten wir wohl hinkriegen. Spikes muss ich hier dann auch wieder aufstellen. Heute Abend. So, den habe ich glaube ich in der Workbench. Mach mal besser zu. Das heißt, ne, die kann ich eigentlich dann auch mitnehmen. Wir können ja dann auch nach oben. Was habe ich hier drin? Da habe ich die letzten Bars noch drin. Und, okay, ich brauche Iron. Hätte ich auch mal anschmeißen können, habe ich jetzt vergessen. Naja, kommen wir beim nächsten Mal machen. Halt. Da soll erstmal einer hin. Haben die mir hier echt gegengeprügelt. Einen einzigen. Mal hier. Gucken. Nö, das sieht nicht so aus, als wenn er runtergefallen wäre. Die haben ja einfach nur kaputt gemacht, die Deppen. Finde ich gar nicht nett. Oh, das sind die falschen. Ups. Dann muss ich da doch einen anderen mitnehmen. Stimmt, ich habe ja wegen der Zäune. Könnte ich theoretisch gesehen doch direkt dran setzen, warum denn nicht? So. Und fangen wir hier vorne an. Ah, wenn ich das mache, kann ich da keinen dran setzen. Das ist ja auch unschön. Dann sind halt die Ecken immer jeweils ein frei. Ist da nichts zu ändern. So. Ist wahrscheinlich dusselig. Werden wir sehen. Außerdem wollte ich das auch hier machen, hatte ich gesagt. Aber dann wollte ich auch den anderen Zaun dafür verwenden. Nee, ich mache auch noch mal einen anderen Zaun. Da muss ich mal gucken. Ja, da bleibt das offen. Da können sie dann halt durch. Auch unschön.
aber das ist dann halt so. So, und hier ist dann jeweils einer frei, das ist dann auch nicht so schön, aber auch das ist dann halt so. Nur noch ein paar machen und dann ist gut. So, Chemiestation wollte ich jetzt gleich, hatte ich gesagt. Komme ich ja doch weiter mit, als ich dachte. So. Einfach nur in der Hoffnung, dass die dann dran, einfach dran vorbeilaufen und gar nicht drauf einschlagen. Das ist so die Hoffnung. Ob das dann funktioniert, ist eine ganz andere Geschichte. Könnte sein, dass es aufgrund der Größe nicht mehr funktioniert. Bei den, naja, noch ein paar hundert Stück und gut ist. Naja. Sieht nicht so ganz toll aus. Dass die sich hier dann so dran vorbeiwandern. Nur darum geht's. Und dann wäre ich ja zufrieden, wenn sie das denn machen würden. Jetzt habe ich gesagt, wollte im Beton Steine loswerden. Jetzt laufe ich wieder dreimal hin und her. Das wollte ich dann auch nicht. So. Oh. Stimmt. Stimmt. Nee, dann machen wir eine Reihe hier. Richtig. Das Hinternchen. Ich bin nicht da. Ich gehe hier lang. Das soll ja nur jeweils eine. Die anderen, die kommen ja dann ins Lager. Später, wenn ich ein Lager habe. Dafür eben den Dachstuhl oben drauf und da kommt das Lager rein. Wieso ist denn das jetzt hier so am... Ja, auch sehr unschön. Ah, die ist leer. Packen wir die jetzt erstmal hier drin. Fertig. Und da muss noch was drin. Ups. Ernsthaft? Warum habe ich denn das da drin? Das ergibt ja auch keinen Sinn. Was mache ich hier denn nochmal raus? Ja? Was ist das? Oh ja, Sulfur. In der Chemiestation. Deswegen, die sind ja dann auch nicht so unwichtig. Und das kann ich dann bei Gelegenheit auch mal machen. So, die Chemiestation. Was brauche ich denn dafür? Dafür brauche ich Chemiestation Level 2. Ich glaube, das daran hat es jetzt gehabert, ne? Ja, daran haben wir das... Oh, jetzt nicht mehr. Das ist sehr schön. Das heißt, die kann ich jetzt machen. Das legen wir mal so drüber. Für den Fall, dass ich es dann nicht machen kann. Aber könnte jetzt sein. Ach so. Dann... Kann ich das doch eigentlich direkt mitnehmen und kann daraus Sulfur machen. Fertig. Was mache ich denn hier raus außer Knochenbrot? Knochen-Dings. Nix. Na denn. Ach, ein Beaker wollte ich noch mitnehmen. Den haben wir hier. Den wollte ich ja ins Campfire packen. Nicht notwendig, aber... Nein, ein Campfire reicht. Absolut nicht notwendig, glaube ich, aber machen wir einfach mal der Vollständigkeit halber. So.
könnte hier allerdings auch ein Tor hinsetzen, ne? Ist ja vielleicht auch nicht so ganz falsch. Moment. Es wäre schön, wenn wir das Tor noch etwas kleiner hätten. Das wäre nicht schlecht. Ansonsten müsste ich ja hier den Zaun doppelt so hoch machen und das würde ich eigentlich nicht wollen. Auch unschön. So. Den haben wir. Den haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Dann habe ich doch tischemäßig alles fertig. Ja. Mache ich so ein... Das ist unschön. So. Ach, nur 28 Sekunden, die können wir kurz warten. Die stellen wir dann da hinten mit drin. Und hoffen, dass wir da einfach mal alles dran machen können. Was denn, das wäre ja nicht so unpraktisch. Und hier vielleicht noch eine Wirkung. Brauche ich das? Eigentlich nicht, oder? Oh, immer nur 8 Sekunden. Hier habe ich ja die Sachen alle drin, das ist schon ganz gut. Ich habe von denen hier, ne? Ich glaube 30.000. Habe ich davon locker verbraten. Da ist das dann ganz gut, dass das jetzt hier nicht mehr so teuer ist. So, dann kann ich auch gleich ein Iron anschmeißen. Und dann ist gut. Naja, allerdings, wenn ich das hier tatsächlich so mache, doppelte Höhe, ich glaube, das mache ich auch. Und dann hier so ein Kranz drauf wie da. Dann mache ich hier in der zweiten Höhe, dass ich dann hier in der zweiten Höhe einen Gitter habe. Das kann ich natürlich auch machen. Ist ja schon hier alles kaputt. Nur noch 2000 Holz? Oder habe ich das weggelegt? Jetzt habe ich trotzdem... Ach komm, machen wir anders. Auch nett. So, einmal wegprügeln. Immer schön. Deswegen so eine Reihe Spikes drumherum, dann macht die Sicherheit selbst kaputt und alles super. So. Und da hat es noch gar nicht versucht, das finde ich auch gut. So, die Chemiestation. Da hatte ich gesagt, die kommt hier hin. Ach, machen wir so, wa? Jo, die ist ja auch nur 3. Hatte die mit 4 im Kopf. Ja, machen wir. So. Und da müsste ich dann jetzt hier... Ach, da mache ich auch so ein... Warum mache ich denn hier so ein Öl? So, das auf jeden Fall... Wo mache ich den jetzt zweimal drin? Das mache ich auch hier. Okay. Schwarzpulver. Ja, vielleicht doch noch eine zweite Chemiestation, ne? Ja, aber... 51. Ist ja nicht so viel. Mörser. Und Pestle. Pestle. Und was ein Pestle ist. Ach, das nennt sich so. Okay. 200 Stein und 100 Leben. Das habe ich jetzt drüben. Warte mal, damit ich hier gleich nicht schon wieder zweimal rein muss, machen wir das jetzt mal... Ach nee, da werden wir das Holz direkt, so wie wir es brauchen, rausholen, reintun. Na gut. Wird Zeit, dass das Lager nicht fertig wird, dann brauche ich nicht immer so weit laufen. Das wäre nicht unpraktisch. Ein doppelt so hohen Zaun ist auch schon wieder unschön. Will ich eigentlich gar nicht. Hier so vorneweg nochmal einen Zaun, aber immer noch nicht. Ah, wir haben auch erst 27 Tage. Das dauert also noch ein bisschen.
So. Lehm habe ich hier noch drin. Gehört da eigentlich jetzt gar nicht mehr rein. Und Stein war hier. Da. Komm schon, das ist ja unschön. Machen wir so und 200 Stein kriegen wir auch noch hin. Super, das war ganz schlau. Das ist so typisch wieder. Hätten wir das. Weil das muss ich wo machen? In der Forge. Ja, was soll ich dazu sagen? Quatsch. Was soll ich dazu sagen? Ist halt aber nicht schon. Ist sie wieder warm? Zieh dich um. Gut, dann mache ich das jetzt einfach mal. Und dann, ich glaube, da habe ich einen schlechteren von. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Quatsch, ich muss an die Kleidung. 180er, 200 noch was. Reparieren wir den mal kurz. Nein. Das war so nicht gedacht. So, ein Tab. So, jetzt versuch's mit Repair. Dankeschön. Den einmal austauschen. Und gut ist. So machen wir das. Und die habe ich auch immer noch in der Tasche. Ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin habe ich den Mörser schon fertig. Und dann können wir den darin packen. So, und das gehört auch da hinten hin. Also, bis dahin. Bye-bye.